Guten Tag, liebe Freunde der Galerie von Hirschheid. Heute treffen wir uns zu einer neuen Folge unserer Serie Atelierbesuch. An diesem sehr schönen goldenen Oktobertag sind wir in dem klassischen Arbeiterbezirk Wedding zu Gast. Unser Gastgeber ist heute der Maler Stefan Schlitter. Jetzt sind wir im Haus von unserem Künstler Stefan Schlitter. Wir haben uns 3 Stockwerke mit unserem ganzen Equipment hier hochgearbeitet. Und in diesem Haus von 1913 riecht es noch so ein bisschen wie früher, denn es gibt hier noch Ofenheizung im Haus. Also ein bisschen brenzlig. Ich werde jetzt hier mal klingeln. Hallo Stefan. Hallo Michael, grüß dich. Wie geht's? Stefan, wir sind gerade jetzt durch die Wohnungstür durchgetreten Und wir stehen jetzt im Flur von deiner Wohnung und hier ist jeder Zentimeter schon mit Bildern bepflastert. Ja, das liebe ich. Ich könnte theoretisch noch 20, 30 Räume damit füllen. Okay, das kann ich mir vorstellen. Da bin ich ja schon gespannt, was wir dann sehen werden, wenn wir jetzt in dein Wohnzimmer gehen. Nicht? Ja, gerne. Geh mal voraus. Gerne. Beim Hereinkommen setzt sich eigentlich schon fort, was wir im Flur gesehen haben. Es gibt überall an allen Wänden Bildern. Man weiß gar nicht, wo man zuerst hinschauen muss. Mich hat aber dieses Bild hier gleich gefesselt, weil es so einen schönen Urwald zeigt mit so einem ja, fantastischen Vogel auch. Ist dieses Bild angeregt von deinen Reisen? Ja, ganz besonders der Vogel aus Guatemala. Das ist der berühmte Quetzal, ein Paradiesvogel. Und die Urwälder, die ich in Asien und in der Südsee sah, waren eigentlich das Schönste an Natur, was ich sah, außer die Berge in Nepal. Aber du bringst keine realistische Wiedergabe rein, sondern das ist irgendwie ja fantastisch überhöht. Kann man das so sagen? Ja. Stefan, wir haben eigentlich jetzt angefangen mit einem Bild, das mehr so deine Naturverbundenheit zeigt. Aber das ist ja nur eine Facette von deinem Schaffen. Wir gucken jetzt auf ganz andere Dinge, nämlich auf Aktbilder, die du gemalt hast. Ja, ich liebe eigentlich Aktzeichnungen von Männern und Frauen zu machen. Das habe ich schon in der Hochschule der Künste gerne gemacht. Und das ist eigentlich die größte Palette in meiner Kunst, Menschenkörper zu malen. Mich würde interessieren, viele deiner Bilder sind ja so etwas stilisiert, also die Realität ist etwas stilisiert. Hast du Vorlagen jetzt für deine Männer und Frauen benutzt oder kommt das aus deiner Fantasie? Ich habe Aktmodelle, ich habe manchmal auch Fotos von mir und von anderen gemacht und dann die dazu benutzt, Zeichnungen zu machen und dann was zu malen. Also du arbeitest ganz klassisch auch nach dem Modell? Ja. Stefan, wenn ich deine Bilder so sehe, dann fühle ich mich natürlich erinnert an die Kunstgeschichte, an den fantastischen Realismus oder auch an den Surrealismus. Aber das sind Etiketten, die du dir nicht gerne anheften lassen möchtest. Ja, es ist mir zu wenig. Ich kam eigentlich ursprünglich von der Renaissance-Kunst, also vom Aktzeichnen, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Botticelli. Und die waren schon auch ein bisschen surrealistisch, aber die waren auch noch mystisch. Und ich bin dann in die moderne Kunst weitergegangen, also über Picasso und Co. Und habe gesagt, die ganzen Farben und das alles kann ich noch dazu nehmen. Also ich habe praktisch meine eigene Schöpfung daraus gemacht. Genau, das ist jetzt das Stichwort. Farben, das ist ein ganz großes Thema. Deine Bilder sind alle sehr farbstark und zeigen immer so ein Changieren von einem weichen Übergang von einer Farbe in den anderen. Das ist schon charakteristisch für dich, nicht? Ja, das habe ich natürlich aus der Renaissance-Kunst. Die Bilder von Raphael, die habe ich als Kind schon bewundert. Diesen Schmelz der Farben, das war für mich ein Traum. Bei diesem Bild sieht man das auch exemplarisch, ne? Diese extrem kräftigen Farben, die gegeneinander gesetzt sind. Und das verbindet sich dann auch wieder mit dem Thema des Akts, worüber wir ja schon gesprochen hatten. Ja, und hier, das ist was ganz Besonderes. Da hatte ich ein wunderschönes Aktmodell. Das ist eine Muse geworden für mich, dieser liebe Mensch. Und da war ich plötzlich inspiriert, auch mal mich mit dem Thema Schwarz und die Nacht zu befassen. Bei so einer großen Produktion wie bei dir kann man nicht alle Bilder natürlich an die Wand hängen. Du hast auch hier noch einiges gestapelt und du hast mir erzählt, dass du im Moment ein
besonderes Projekt vorbereitest. Ja, das ist ein Projekt, das heißt Transformation. Das ist ein Freund und Berliner Arzt, bei dem ich im Dezember eine Ausstellung habe. Darüber wird auch ein Buch veröffentlicht. Und hier habe ich jetzt auf meiner Reise in Nepal vor ein paar Wochen daran gearbeitet. Und das ist zum Beispiel hier ein Fisch, aus dem eine Schlange kommt und dann wieder ein Vogel. Also eine Art Veränderung, alles in einem. Und hier sieht man die Berge aus Nepal. Das ist zum Beispiel auch noch so eins. Ja, da kommt wieder aus dem Kopf was heraus. Das ist also Veränderung im Körper und in der Seele auch. Ja, wunderschön. Und die kommen alle in ein Buch rein? Gibt es auch noch einen Text dann in dem Buch? Machst du auch noch einen Text? Das wird auch noch gemacht. Wir haben uns jetzt hier in deiner Küche zusammengefunden. Das ist der Raum in den meisten Wohnungen, wo am meisten Kommunikation stattfindet. Und was mich noch ein bisschen interessiert, etwas zu deiner Biografie. Du hast mir erzählt, du bist ein waschechter Berliner. Ja, ein sogenannter alter Westberliner, groß geworden in der Nähe des Botanischen Gartens. Ah, das ist ja eine sehr schöne Gegend. Ja, war ganz friedlich, ja. Hast du da deine Inspiration auch schon gleich gewonnen mit den Pflanzen? Ja, da war das Brücke-Museum in der Nähe. Die Expressionisten, also das Thema Farbe war da ganz groß. Und die alte Gemäldesammlung war damals da. Und da habe ich halt Raphael und Michelangelo entdeckt. Ja, das kann ich gut verstehen. Ich kann mich auch noch erinnern an den alten Standort. Das war ja da sehr romantisch, eigentlich viel schöner gelegen, als es heute ist. Du hast dann nach dem Abitur aber gleich Berlin den Rücken erstmal gekehrt. Ja, ich bin praktisch mit einem Rucksack um die halbe Welt gereist. Was genau heißt um die halbe Welt? Na, USA, Mexiko, Guatemala und dann Indonesien, Bali, Sri Lanka, Thailand. Also direkt vom damals noch eingemauerten Berlin in die Welt, und daher stammen ja auch viele von deinen Inspirationen. Absolut. Die Freiheit, die Weite der außereuropäischen Welt vor allen Dingen. Aber es ist wie in allen Professionen, Können und Talent allein reichen nicht aus. Man muss auch irgendwie dann noch mal ein bisschen was noch richtig altmodisch lernen. Und das hast du auch gemacht. Ich habe dann angefangen, an der Hochschule der Künste Kunst zu studieren. Das ist heute die UDK. Aber das Gebäude ist das gleiche. Ein wunderschönes, großes Gebäude aus Kaiserszeiten, glaube ich. Ist nur ein anderes Etikett. Was hat dir diese klassisch-akademische Ausbildung gebracht? Viel Zeit und Freiraum, mich privat in der Kunst mehr zu entwickeln. Also nicht nur Aktzeichen zu lernen, sondern auch mich fortzubilden. Also die Zeit war der größte, wichtigste Faktor, um in meiner Kunst mehr machen zu können. Ja, das ist, glaube ich, heute auch noch wichtig. Wenn ich einmal im Jahr da zum Tag der offenen Tür gehe, dann begeistert mich das auch, dass die jungen Leute dort so viel Freiraum geboten bekommen. Ja, und in der heutigen Zeit ist es ja oft so, dass die Studenten möglichst schnell studieren sollen. Und ich habe die alte Schule noch nutzen können, und ich wünsche das auch vielen anderen Künstlern, sich viel Zeit zu nehmen. Ja, genau. Man braucht auch Zeit, um einen eigenen Stil zu entwickeln. Ja, das ist praktisch wie in der Wissenschaft. So mit links kann man mal vielleicht eine Formel entdecken, aber es kann auch manchmal Jahre dauern, bis man auf die dritte, vierte, fünfte Formel kommt. Wie das dann ist. Ja, aber das entspricht natürlich nicht mehr so ganz dem Zug der Zeit, da heute muss alles auf Effizienz getrimmt sein. Ja, aber jeder nach seiner Fassung. Ich bin ein Freigeist, also der eine macht langsam, der andere schnell. Man hat auch eine Verantwortung für sich selber. Ja, das sehe ich auch so. Und du arbeitest jetzt als freier Künstler? Ja, ich lebe und arbeite überwiegend in Berlin, aber auch auf meinen Reisen. Zum Beispiel nach Nepal, wo ich jetzt gerade war. Ja, genau, davon hast du mir erzählt. Was ist an Nepal so ganz anders als jetzt in Berlin? Die Natur, der Himalaya, der Urwald, die Berge, diese hunderte von Tempeln, diese Spiritualität, buddhistisch, hinduistisch, und die Freundlichkeit der Menschen, ganz außergewöhnlich. Also viel vom Herzen. Dort geht irgendwie alles langsamer vonstatten, kann man das sagen? Nicht unbedingt. Es ist überwiegend die Herzlichkeit.
Also sie sind doch sehr spirituell und es ist eines der ärmsten Länder der Welt und trotzdem sind sie so freundlich, die wollten manchmal nicht mal Trinkgeld haben. Okay. Das ist ganz rührend, finde ich. Ja. Hätte ich gerne Trinkgeld gegeben oder geholfen, aber sie sind hilfsbereit. Das heißt, du warst nicht das letzte Mal dort? Ich will unbedingt wieder hin. Wir sind jetzt bei Stefan unterm Dachboden. Das ist aber jetzt nicht dein Atelier, wo du malst, nicht? Nein. Das ist dein Depot oder deine Ausstellung? Na, Lager- und Ausstellungsraum gleichzeitig privat. Ja, das ist wirklich beeindruckend. Ein riesiger alter Dachboden, nicht? Aber aus der Zeit vom Ersten Weltkrieg noch. 1913. Ja, von 1913. Und hier gibt es noch eine Menge Bilder. Und die haben natürlich hier noch eine viel bessere Wirkung, weil man einfach hier viel mehr Ja, Platz durch hat. die Weite des Raumes, ne? Ja, ganz genau. Was ist dein Lieblingsbild hier, Stefan? Kannst du das sagen? Das. So, wir haben uns jetzt mal hier gleich gemütlich aufs Sofa gesetzt. Das ist so ein bisschen hier eine wackelige Ja, Angelegenheit. eine improvisierte Sitzgelegenheit, die ich noch übrig hatte. Aber wir sind ja auch nicht da, um uns jetzt hier über die Sitzgelegenheit zu amüsieren. Uns geht es ja eigentlich um dieses Bild. Das ist das Bild, das du uns zeigen wolltest. Ja, das ist eigentlich eines meiner Lieblingsbilder aus der vergangenen Zeit. Und wie man ja sehen kann, da kommt das Thema Mann und Frau vor und die ganz besondere Beziehung, die sich mit dem schwarzen Schlauch zeigt, nämlich die Verkopfung und dann der Körper eigentlich die Ironie des Daseins. Ja, das ist eine schöne Geschichte. Wir haben ja jetzt von dir eine Menge auch Männerakte gesehen, aber das ist es nicht allein. Also du machst auch Frauenakte. Auf jeden Fall, sehr gerne. Bei diesem Bild haben wir einen mythischen Urwald, der auch hier in ein mythisches Licht getaucht ist. Ich möchte dir noch die Frage stellen, was kommt als nächstes, was ist dein nächstes Projekt? Ja, also die wunderschöne Ausstellung bei euch in der Galerie Gustav von Hirschheid am 30. November um 19 Uhr. Da freue ich mich. Ja, um 30. November, 19 Uhr in der Galerie von Hirschheid in der Suarezstraße 11 in Berlin-Charlottenburg. Da werden wir eine große Einzelausstellung von dir machen. Ja, da toll, freue ich mich. In drei großen Räumen. Und das wird bestimmt eine ganz tolle Sache. Und wir freuen uns, wenn wir uns da wieder sehen. Wir möchten uns hier verabschieden an dieser Stelle von dir, Stefan. Vielen Dank für deine nette Führung durch deine Wohnung und durch dein großes Bilderlager hier. Wir sind schon sehr begeistert gewesen und freuen uns darauf, dich in unseren Räumen begrüßen zu dürfen. Vielen lieben Dank. Namaste.